Herzlich willkommen. Mein Name ist Jens Geimer. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter unserer Westerwaldbrauerei hier in Hachenburg. Besucher hatten die Möglichkeit, am 14. und am 15. Mai in diesem Jahr zu uns zu kommen und mit dem Auto die Brauerei zu erfahren. Und ich darf Sie jetzt auf die Reise begleiten. Erleben Sie unser dynamisches Team, wie es die einzelnen Stationen vorstellt und wie es bei uns von innen aussieht in der Brauerei. Kommen Sie mit! Brauerei zur weltweit ersten Brauereibesichtigung im eigenen Auto. 3,3% Alkohol, Naturtrüb und vierfach Tropfen. Dürfen wir das von aufmachen? Ja? Dann zum Wohl und viel Spaß. Ja, wir haben ein neues Bier, unser Hachenburger Hopfenhelles. Das wollten wir gerne mit vielen Freunden und Bekannten einführen. In der jetzigen Zeit schwierig, einfach eine schöne große Verkostung zu machen. Dann haben wir uns überlegt, wir machen diesen Aroma-Hopfen-Drive-In und laden so die Menschen zu uns ein. Und die Brauerei, die an sich sehr transparent ist, wo jeder Besucher alles sehen darf, mal auf andere Art und Weise aus dem Auto zu erleben, wie in einem klassischen Drive-In. Wir sind jetzt seit 1861 am Markt, immer noch familiengeführt, privat und unabhängig, in der fünften Generation, vertreten mit unseren Gesellschafter Jens Geimer und unseren 95 Mitarbeitern. Feiern, die wollen Pilz trinken und Weizenbier. Dann können sie dort ein Weizenbier zapfen und können dann hier in der Hauptmahl den Pilz zapfen. Den wir für euch schon hergerichtet haben. Denn wir wollen hier gleich unter Beweis stellen, dass wir unter den vorgegebenen gesetzlichen Regelungen ein Bier zusammen genießen können. Unsere Idee war einfach, es gibt Gelegenheiten, wo man mal ein Bier mehr trinken will, aber vielleicht muss man auch Auto fahren. Deswegen haben wir ein Bier entwickelt mit nur 3,3% Alkohol. Das Bier ist vierfach gehopft, ist wunderschön kräftig, ist naturtrüb und hat einfach diesen vollen, süffigen, runden, spritzigen Geschmack. Am besten selbst probieren. Schauen, wie viel Westerwälder Unternehmen wir wirklich kennen. Ein bisschen was ausgestellt, was wir alles vermieten, von den Gläsern bis hin zum Kühlschrank, Schneetischen.
könnt ihr also alles bei mir bekommen. Sieht jetzt hier aus, aber da sind bewegte Bilder und da könnt ihr quasi sehen, was wir heute Morgen gemacht haben. Und zwar Hopfen ist eingefüllt, nichts anderes. Wir machen rund 24.000 Flaschen hier in unserer hochmodernen Abfüllanlage. Ja, wir sind eher eine spontane Brauerei, wir sind halt ein klassischer deutscher Mittelständler. Letztes Wochenende haben wir gesehen, dieses Wochenende ist schönes Wetter. Wir haben überlegt, schaffen wir das? Gleichzeitig kam die Information auch der Regierung, die Gastronomie darf wieder ansatzweise öffnen. Dadurch haben wir begonnen zu planen, was kann man machen? Haben uns am Sonntag zusammengesetzt und dann ab Montag intensiv sind wir in die Umsetzung gegangen für diesen Aromahafen Drive-In. Hamburger Trinken. Viel Freude noch. Danke. Links von mir sehen wir unsere Fassanlage. Hier füllen wir von 5 Liter bis 50 Liter alle Gewinde ab. Radio Hopfengarten. Wir hopfen nur das Beste. Ja, und wir sind wieder hier bei Radio Hopfengarten live auf der Hachenburger Brauerei zur weltweit ersten Brauereibesichtigung im eigenen Auto. Und vielleicht mal ganz kurz, um die Stimmung zu prüfen, wenn ich noch mal von allen Besuchern, 15 Mitarbeiter, die schon den ganzen Tag, gestern bis in die Nacht hinein hier gearbeitet haben, mit euch gefeiert haben, ein Hubkonzert für alle hier Anwesenden. Ja, herzlich willkommen, ich darf euch hier begleiten in die Ecke in unser Museum von der Brauerei. Da zeigen wir anhand von verschiedenen Exponaten, was uns wichtig war in rund 160 Jahren Brauereigeschichte. Guckt euch alles an, alles ist schön geschnitten, viel Spaß dabei. Danke. Moment nicht dürfen, stehen unsere aktuellen Touren und die Brauchkurse und Sondertouren alle in dem Häppchen drin. Stattdessen stehen wir jetzt hier in einem Kreber-Silo. Kreber ist ein Produkt, was aus dem Brauen im Stehl oder abfällt, kommt vom Malz und das Ganze wird hier gesammelt und wird dann den Bauern zurückgegeben. Ja, wir haben ein sehr dynamisches, engagiertes Team. Da bin ich auch sehr, 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 sehr stolz drauf. Lauter ganz, ganz tolle Leute, die machen insgesamt einen hervorragenden Job. Und gerade auch in dieser Phase, für uns ist wirklich eine sehr schlimme Krise, in der wir stecken hier im Unternehmen, ist es aber auch wichtig, dass wir da zusammenstehen, dass wir zusammenhalten. Und ich freue mich wahnsinnig über die Loyalität einmal der Belegschaft, aber auch vor allen Dingen von unseren Absatzmittlern aus Gastronomie, aus Handel, aus dem Getränkefachkurshandel und auch aus der Kundschaft. Wir kriegen so viel Loyalitätsbekundung von Endverbrauchern und das hilft uns auch sehr und das ermuntert uns auch immer wieder mal, was Neues zu tun, denn wir glauben einfach, dass es auch irgendwann wieder besser wird. Ich wollte kurz unser Projekt vorstellen, unser neues aktuelles Suchhausprojekt.
Wir sind seit einem Jahr jetzt hier in der Planung, seit einem halben Jahr in der Rohbauphase und bauen hier unser neues Sudhaus, in dem wir ab Dezember unser Bier einbrauen wollen. Zeit, den Geschmack zu entfalten, damit unser Hachenburger Bier halt so gut schmeckt, wie es jetzt schmeckt. So, wie war die Reise? Ja, super, es klingt richtig, richtig gut gefallen. Zum einen Westerwälder Wirtschaftsförderung Teil 1 mitbekommen mit der Gutscheinaktion, Gutschein kaufen, freigesichert. Genau, weil es einfach eine gute Aktion ist für die Gastronomie und wenn du die weiterhin unterstützen möchtest, lassen wir die noch ein bisschen laufen. Mein Name ist Klaus Stüder, bin seit über 20 Jahren hier in der Brauerei und zuständig für Vereine, Gemeinden, Veranstaltungen und natürlich für den Mietservice. Dass man tolle Veranstaltungen noch sehr kurzfristig feiern kann, haben wir, glaube ich, heute hier unter Beweis gestellt. Ihr seht hier uns im Bierpark das komplette Festequipment von uns und wir zeigen euch natürlich auch, wie man zu heutigen Zeiten noch schöne Veranstaltungen mit der Abstandsregelung tatsächlich feiern kann. Wie zum Beispiel mit unserem Hopfomaten, wo man kontaktlos mit zapfen kann. Mehrere Gläserspülmaschinen wurden angeschafft. Wenn ihr irgendwas braucht, ruft uns an.